Hallo Freunde, willkommen zurück zu einer neuen Folge LS22 Forst Imperium. Es geht weiter, Freunde. Wir sind jetzt hier ein bisschen am Sortieren heute. Wir werden mit unserem Bagger und unserem Holzgreifer. Ach, wir stehen komplett falsch rum, ey. Das Ding hier drehen. So. Wenn wir jetzt mal kurz hier ein bisschen Ordnung schaffen. Und zwar will ich Stamm- und Häckselholz. Bisschen auseinander sortieren. Wir werden bisschen mehr Häckselholz dieses Mal machen. Bisschen weniger Stammholz. Das heißt, wir werden mehr Stämme als Häckselholz abtun. Weil das Sägewerk viel vollgeschissen ist. Bis oben hin mit Holz. Deswegen ist das alles hier Häckselholz. Häcksel macht ja irgendwie Spaß. Ein bisschen zumindest. Ich denke bloß, das nächste Mal werden wir eventuell nicht mehr mit dem Jens und mit dem Xerion häckseln, sondern ich glaube, nächstes Mal werden wir mal das Biest benutzen. Da ich Bock drauf. Ist zwar heftig, krass. Aber ist geil. So. Mal die hier ein bisschen rauspflücken. Zwar will ich. Warte mal, das ist Stamm. Die zwei. Das ist ein Stamm. Die legen wir uns einfach mal auf die Seite. Eigentlich reicht's, wenn das Zeug ein bisschen zusammenliegt. Ich muss da jetzt keinen ordentlichen Haufen hinklatschen. Aber ich will die Spitze, alles was Häckselholz ist, will ich raus haben. Damit ich sagen kann, ja, das ist verladeready. Ob man es jetzt mit einem Bagger oder mit einem Highlifter mache, das ist mir am Ende dann eigentlich wurscht. Hauptsache, es ist verladeready. Der Kleine, der dazwischen liegt, den können wir eigentlich liegen lassen, das ist mir wurscht. Der ist in Ordnung. Den lasse ich durchgehen, nur das da drüben ist alles. Das hauen wir alles darüber. Das hauen wir alles darüber. Zack, zack, zack. Bisschen vor, bisschen zurück. Zack. Ich hoffe, es liegt schade. Ja, der Greifer ist zu klein. Ja, fall alles raus. Mir war wurscht, Alter. Der fällt doch bestimmt auch raus. Den können wir in der Hand nehmen, oder? Können wir. Mal ganz kurz. Mein Gott.
Ah, falscher Gang. Das legen wir alles hoch, dann liegt gleich zusammen. Also was heißt zusammen? Wir haben jetzt schon wieder zwei Haufen hier angefangen. Da bräuchte noch irgendwas. Irgendwas so wie so eine Art Schiebeschild. Also das Schild vom Kotschenreuer geht eigentlich. Oder die Seilbinde. Die geht eigentlich. Die kann man durchgehen lassen als Schiebeschild. Um halt das Zeug hier ein bisschen wegen zusammenzudrücken, ja. Dass es nicht völlig planlos in der Weltgeschichte rumliegt. Verstehe da, wie ich das haben will, wie ich das meine. Wenn wir dann da fertig sind, dann häcksel mal, oder häcksel mal nicht, aber mul ich mal hier mal kurz die großen Dinger weg. Die stören mich wegen, die nehmen mir die Sicht. Die zwei, auch mal, ein Häcksel, alle beide. Den hier mal noch schnell mit der Hand. Da läuft eine Kuh, Alter. Was auch immer das war. Ah, Mauszeiger, so. Gut. Gut. Das werden wir jetzt gleich mit dem Kotschenreuter wenig zusammenschieben. Und dann werden wir uns den Mulchermann an Fendt dran machen. Und dann schieben wir das alles ein bisschen zusammen. Ich überlege bloß, ob wir die zwei, drei Spitzen, die da oben liegen, ob wir die nicht noch darunter schmeißen. Dann haben wir nur noch einen Haufen. Das sind nicht viel. Zweimal fahren. Dreimal fahren. Zweimal fahren. Ja. Dann ist da mal kurz ein bisschen aufgeräumt. Ist das auch gemacht. Muss eigentlich auch immer gemacht werden. Aber manchmal hat man einfach keine Zeit dazu. Und dann liegt alles rum. Alles scheiße. Ja. Und dann kommen irgendwelche Leute und regen sich drüber auf. Aber gleichzeitig musst du alles andere machen. Naja. Hier regt sich keiner auf, außer ich selber, und da ist es in Ordnung. Und außerdem haben wir die Zeit, hier mal aufzuräumen. Macht schon Spaß, da mit dem Ding durch den Wald zu heizen und da Baumstämme auseinander zu dröseln. Ich finde ja, ich finde Greifer am Bagger sowas Schönes. Ich liebe es zwar, Erde zu schaufeln, Löcher zu buddeln, Sachen zu beladen. Finde ich geil, Alter. Aber wenn du den Greifer dran hast und zerstören kannst und sortieren kannst, finde ich geil, Alter. Ich könnte stundenlang. Könnte ich oder tagelang könnte ich zum Beispiel, du hast einen Haufen Bauschutt mit Holz drin. Ich könnte das ganze Holz aus dem Bauschutt rauszwicken. Wochen, Monate lang können machen. Würde ich machen, kein Problem. Oder Metall heraussammeln oder keine Ahnung.
Ah, ich hasse es, Steine zu setzen. Ey, wir haben jetzt bei uns auf Arbeit, wir haben jetzt so eine fette Mauer aus Naturstein in einem Pool drin gebaut. Ja, schaut geil aus. Also schaut wirklich geil aus. Ich habe jetzt nichts, um euch das zu zeigen, aber egal. Schaut wirklich geil aus, aber geht einem nach dem zweiten Tag, geht es einem echt auf den Sack, Alter. Weil die Steine, also mit Naturstein, ne? Ihr wisst alle, wie Naturstein ausschaut, Findlinge. Also sprich keine Quader oder so, sondern halt irgendwelche Müllsteine, die da ein riesiger Radlader in irgendeinen LKW kippt und du das dann auf Baustelle bekommst und daraus irgendwas machen musst. Das sieht am Ende mal ziemlich geil aus. Aber das zu bauen, fuckt ab nach dem zweiten Tag. Vor allem, also es kommt noch an, wie du es baust. Wenn du es trocken baust mit Schotter, dann geht's. Weil dann kannst du ziemlich die Steine hinfeuern, wie du willst. Aber wenn du die auf Beton setzen musst und dann auch noch in einem Loch, wo du nur begrenzt Platz hast, na, da ist dann, ja, da fuckt es nach dem zweiten, da fuckt es dann einfach nur ab. Ist einfach so, kann man nichts machen. Jetzt sind wir fast fertig. Es fehlt noch so ein Stein. Weil wenn du dann Steine brauchst, die eine bestimmte Größe haben, eine bestimmte Form haben, dann musst du suchen. Dann hast du keinen auf Baustelle. Dann musst du im Lager gucken, ob noch was. Und dann zieht sich das. Dann musst du wegen einem Stein nochmal da an der Ecke anfangen. Boah, das ist so nervig. Aber die nächste Mauer auf der Baustelle, die kommt fett auf Schotter einfach. Einfach auf den Schotter. Na, das ist so viel einfacher. Es geht so viel schneller. Ich baue dir dieselbe Mauer, dieselbe Größe, mit Schotter in der halben Zeit, in der Hälfte der Zeit, wie wenn sie auf Beton muss. Ohne Scheiß. Ich habe das auch ausprobiert. Wir hatten eine andere Baustelle. Da haben wir eine Mauer als ja, Einfassung oder keine Ahnung, zum Abfangen vor der Höhe gebaut. Und haben wir die mit Beton hinterfüllt, dass die hält. Zum Ausprobieren. Wir haben für 3,5 Meter Mauer haben wir den ganzen Tag gebraucht. Den Rest der Mauer haben wir dann genau aus dem Grund auf Beton gebaut, auf Schotter gebaut. Wir haben das Dreifache in am Dach geschafft. Wir haben das Dreifache in am Dach geschafft. Hätten wir von vornherein auf Schotter gebaut, hätten wir einen Tag weniger gebraucht. Aber naja. Mir ist es ja wurscht. Aber anderen Leuten nicht. Ist immer schwierig. Ist allen recht zu machen, Alter. Und dann selber nicht völlig abzudrehen. Da liegen auch noch zwei, Alter. Die habe ich vergessen. Ich will jetzt mal hier nur den großen hier mal wegmulchern. So ist schon in Ordnung. Den da vorne nehmen wir noch gleich mit. Der große ist das, was gestört hat. So. Warum müssen wir unbedingt mal den Fendt waschen? Der schaut aus wie Drecksau. Der macht zwar auch viel, aber der schaut aus. So. Ja, ist die Folge eigentlich schon wieder vorbei, ne? In der nächsten Folge. Jetzt pickt man die zwei Baumstämme noch weg. Die dürfen wir nicht vergessen. Also das machen wir noch. Ich bleib gleich da stehen, dass wir in der nächsten Folge gleich da stehen. Und ich weiß, haben wir jetzt in der Folge ein Bild gemacht? Nee, ne? Oh Gott, was noch ein Bild machen. Da, das ist doch geil. So. Dann würde ich sagen, wenn sie gefallen hat, liken, abonnieren, kommentieren. Ihr wisst auf jeden Fall Bescheid. Und bis zum nächsten Mal. Peace out. Und tschüss.